Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die BMW-Niederlassung Hamburg. Die sind 5-mal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Johann Kehrer, Musikproduzent und seit einiger Zeit auch Bestsellerautor. Ahoi Johann. Hallo Lars. Lieber Johann. Bestsellerautor ist so eine Bezeichnung, weißt du, ich habe das Gefühl, dieses Siegel kriegt man heutzutage so ein bisschen zu schnell verliehen. Du hast sehr schnell, hast du ja mit Siegeln irgendwie Probleme, aber tatsächlich sprechen wir da ja gleich drüber. Aber ich glaube, es steht sogar schon auf deinem neuesten Buch. Also, du hast ein Buch geschrieben 2018, das heißt, wir sind dann wohl die Angehörigen, die Geschichte einer Entführung, nämlich die deines Vaters Jan-Philipp Remsmar. Und jetzt ganz frisch, auch im Piper Verlag, erschien Unheimlich nah. Okay, korrekt, das ist jetzt vielleicht noch kein Bestseller, also zumindest nicht nach deinem Ansehen, aber es ist ein hervorragendes Buch. Also ich lese ja häufig so Überschriften in Buchkritiken und die sind alle einhellig der Meinung, das ist ein geiles Buch. Erzähl mal, worum es geht und warum könnte es so gut sein? Tja, also das kann ich natürlich nicht beantworten, ob das jetzt wirklich ein gutes Buch ist. Ich frage mich manchmal, ob ich dieses Buch auch veröffentlicht hätte, wo es ja nicht nur in meiner Hand liegt, wenn ich der Meinung gewesen wäre, es kein gutes Buch ist, weil es kennt wahrscheinlich jeder Autor und jede Autorin, dass man beim Schreiben irgendwann an einem Punkt ist, wo man denkt, es ist alles scheiße. Und dann, wenn man Glück hat, fängt man sich wieder und dann denkt man irgendwann, okay, es ist doch alles okay. Vorher dachte man mal kurz, man ist genial, die Phase ist immer ganz kurz und dann geht es ganz tief runter. Trotzdem bin ich der Meinung, es ist ganz gut geworden und man kann es kaufen. 22 Euro sind eigentlich ganz gut investiert, finde ich. Es ist dieser Tage eben nicht ganz so einfach, da ranzukommen, weil ja die Buchläden geschlossen haben. Beziehungsweise man kann, glaube ich, aber bestellen und die dann abholen, ne? Genau, man kann bestellen und die abholen. Man kann natürlich auch im Internet alles irgendwie hinkriegen. Trotzdem habe ich gerade gehört, der Buchhandel ist um 70% eingebrochen im Januar. Ui. Oh. Ja, oh. Das hat meinem Buch jetzt auch nicht besonders gut getan, aber ich will mich nicht beschweren. Gibt Schlimmeres. Ja. Ja, bestimmt. Aber ich sollte noch sagen, worum es geht, ne? Genau. Erzähl mal. Mhm. Ja, also es geht im Grunde, steht Roman drauf. Das ist auch so gemeint, weil jetzt nicht alles, mein Anspruch bei dem Buch nicht war, alles so aufzuschreiben, exakt wie es passiert ist. Das war mein Anspruch beim ersten Buch und das zweite Buch schließt im Grunde da an, wo das erste Buch aufhört und erzählt die Geschichte des Johann nach der Entführung seines Vaters, der mit Personenschutz aufwächst und stellt sich viele Fragen, was das so macht mit dem sozialen Miteinander und mit Freundinnen und Freunden und mit überhaupt dem Drang, unabhängig zu sein, den ja jeder Teenager in sich trägt. Und wenn dieser eben konterkariert wird vom ständigen überwacht sein, sei es jetzt heutzutage von den Eltern und sozialen Medien und damals von Personenschützern in meinem Fall, ist es natürlich eine spezielle Situation. Sind das Fragen, die du dir damals auch gestellt hast oder guckt der ältere Johann jetzt auf den jüngeren drauf? Naja, ich gucke natürlich ganz naturgemäß auf den jungen Johann. Aber das wird im Buch eigentlich, ich versuche das deutlich zu machen, immer wieder, weil der Ich-Erzähler eben Situationen erlebt, in denen er sich mit der eigenen Position konfrontiert wird und den Rollen, die damit zu tun haben. Also das Besondere ist nicht nur die Situation, sondern eben auch das, wie er da reingekommen ist. Insofern
stellt er sich irgendwann die Frage, bin ich eigentlich ein Arbeitgeber? Und was bedeutet das? Kommt damit eigentlich irgendwie eine Verpflichtung einher? Und natürlich ist er fasziniert von den ganzen starken Männern, die da schwer bewaffnet um ihn rumlaufen. Aber muss ich eben auch die Frage stellen, kann man sich eigentlich mit denen anfreunden? Und wenn man sich mit denen anfreundet, kann man überhaupt nur andere Freunde haben? Und was sind das eigentlich für Loyalitäten? Ist die stärkere Loyalität, denen ein leichtes Leben zu machen? Oder ist die Loyalität zum eigenen Leben, nämlich einfach wie jeder Jugendliche spontan zu sein und irgendwas zu machen, ohne sich um die Befindlichkeiten anderer Menschen Gedanken zu machen, vielleicht die stärkere? Als Jugendlicher hast du ja schon angesprochen, will man ja eigentlich ausbrechen und will man für sich alleine sein, aus der Erwachsenenwelt rauskommen, dann kommen irgendwann ja auch die Situationen wie erster Kuss und erster Sex. Ich hoffe sehr, dass du beides ohne Personenschützer hingekriegt hast, aber allein die Anbahnung mit Sicherheitsbeamten ist ja schon schwierig, oder? Ja. Genau, zweifelsohne. Also, was soll ich sagen? Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Nein. Insofern, ja, genau, darum geht's. Und wie ist das, du musst ja dann, also die Auswahl, jemanden Freund zu nennen, ist ja auch schon schwierig in jungen Jahren irgendwie. Wie ist das denn dann in deiner speziellen Situation gewesen? Weil die mussten ja dann auch gleich einfach die Personenschützer mit akzeptieren, offensichtlich, ne? Nee, eben nicht, weil das wiederum etwas ist, was in der Kommunikation eben nicht so einfach war. Grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber alle Menschen, die so ein bisschen älter sind als ich und Mitte, Ende der 90er in Deutschland aufgewachsen sind, kennen diese Geschichte der Entführung. Und es ist natürlich dann auch für den Jugendlichen in diesem Buch, den ich jetzt versuche, immer in diesen Interviews so ein bisschen von mir abzuspalten, weil es eben doch teilfiktionalisiert ist, was da passiert. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig und ein Spagat. Ja, zumal der ja auch noch den gleichen Namen hat, ne? Genau. Mich erinnert das so ein bisschen. Und deswegen verstehe ich, glaube ich, auch die Scheu, die viele Leute haben, oder das Problem, dass die Leute haben, die sagen, wieso, aber das ist doch einfach nur du und da sind doch auch deine Eltern und so weiter. Warum steht denn da ein Roman drauf? Ich weiß nicht, ob du diese neue Apple-Serie gesehen hast. Wie heißt das? For All Mankind. Nee, leider nicht. Ich habe die vorgestern angefangen und habe mich lange geziert, weil ich eigentlich die Story blöd fand. Aha. Die Story ist nämlich Mondlandung, ja. Erster Mensch auf dem Mond und das Visier geht hoch und es ist aber ein Russe und kein Amerikaner. Und das russische Fernsehen wird gezeigt. Du hast Ronald Reagan, du hast ganz viele Originalaufnahmen auch und das amerikanische Fernsehen wird gezeigt. Und die müssen eben auf die Übersetzung warten, was der Mann auf dem Mond jetzt gesagt hat. Und letztlich wird dieses Space Race umgedreht und dann ist auch noch die zweite Person auf dem Mond kurze Zeit später und das ist eben eine russische Frau. Und es wird diese Serie erzählt, die Geschichte, was passiert eigentlich in Amerika? In dem Moment, in dem die Zweiter geworden sind. Und ich finde das total interessant. Ich habe gedacht, ach, ist doch blöd, so war es ja gar nicht und das kann man doch nicht vermischen und so. Aber doch, genau das kann man machen, weil der Blick, den wir haben, ist ja der Blick der westlichen Welt. Wir blenden ja eben aus. Wie ging es denn eigentlich den Menschen in der Sowjetunion, die Zweiter geworden sind? Das ist eigentlich ein sehr interessanter Blick und es ist eine sehr interessante und auch wichtige psychologische Übung, diesen Blick einfach mal umzudrehen und zu schärfen. Insofern, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber für mich funktioniert diese Serie richtig gut. Und ja. Ich glaube, eine Brücke zu kennen zu meiner nächsten Frage, dieses Was-wäre-wenn-Szenario hat man ja eigentlich auch immer, auch im Aufwachsen. Dann die einen wünschen sich reichere Eltern, die anderen wünschen sich Eltern, die ein bisschen rock'n'rolliger sind. Die einen haben Hippie-Eltern, die anderen total strenge Eltern. Eigentlich geht dieses Spiel ja immer, weil man auch seine eigenen Eltern vielleicht auch immer wieder vergleicht. Inwiefern hast du denn einen Einblick tatsächlich in vermeintliche Normalität? Und konntest dich vielleicht woanders hinwünschen mal? Also ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich sehr schnell schon
eine Leidenschaft etabliert habe, die nur funktioniert hat, wenn man sich nach außen orientiert. Ich habe einfach relativ früh angefangen, in einer Band zu spielen, auch gleich mit dem Anspruch, Konzerte zu spielen und irgendwie erfolgreich zu sein. Und das waren wir dann auch für einen kurzen Moment. Und insofern war ich schnell draußen. Und da hat man natürlich dann sofort mit normalen Leuten zu tun. Wobei natürlich das auch immer ein Standpunkt ist, ne, wenn ich, wie normal die Leute jetzt alle wieder sind. Wie lange hat die Arbeit eigentlich an dem Buch gedauert? Und wann schreibst du? Nachts oder draußen, gute Frage. Oder drinnen? Oder, das ist eine gute Frage. Also das erste Buch habe ich sehr schnell geschrieben. Tatsächlich in wenigen Wochen, kann man fast sagen. Das zweite Buch, da saß ich jetzt sicherlich, ich habe schon angefangen, noch im Veröffentlichungsprozess des ersten Buches, das heißt 2018, und bin jetzt erst im Sommer letzten Jahres, war fast im Herbst erst fertig geworden. Also das waren schon 2,5 Jahre, allerdings mit langen Pausen. Also ich habe immer auch mal wieder 3 Monate nicht geschrieben. Das Schreiben ist ja für mich ein Hobby tatsächlich. Es war ein gut bezahltes Hobby und auch ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Und ein Hobby mit einem großen Echo in der Öffentlichkeit. Aber es ist einfach nicht mein Beruf, sondern im Tagesgeschäft mal was anderes. Auch mit einer großen Leidenschaft und mit sehr viel Erfolg. Das darf ich von außen sagen. Danke. Ich habe immer noch das Gefühl, das wird sich noch herausstellen mit dem Erfolg. Ich habe gewisse Erfolge natürlich mit meinem Team hier in Hamburg zu verzeichnen, das stimmt schon, aber naja, wir werden es sehen. Kommt drauf an, ich weiß jetzt gar nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber wir... Sehr zeitnah. Sehr zeitnah, okay, also am 5. Aber März. Aber wir können natürlich über den Erfolg sprechen, den du hast, weil die Ärzte bei dir das ja auch produziert haben. Und das ist ja nun mal eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Alben im letzten Jahr gewesen. Immer noch mein absolutes Lieblingsalbum. Ich erwähne es regelmäßig hier und deswegen fand ich es auch so schön, dass wir ins Gespräch kommen. Du wirst nichts aus dem Nähkästchen erzählen, aber wie sehr gibt es denn da dann so eine Beziehung dann? Aber ich meine, die Ärzte sind ja einfach mega populär, haben auch schon viele Sachen erlebt. Haben die sich wiederum auch für deine Geschichte interessiert? Und du hast ja offensichtlich dann auch parallel geschrieben. Ich habe parallel geschrieben. Ich habe mir vor allen Dingen parallel den Hals gebrochen während der Aufnahmen. Und muss sagen, die Anteilnahme der Ärzte, was natürlich namensmäßig ein lustiger Zufall ist, war ganz rührend. Haben eine Kerze für mich angezündet während der Produktion, als ich im Krankenhaus war und so. Es war... was soll ich sagen? Also es sind 3 angenehme Herren und uns verbindet eine lange Freundschaft, ist übertrieben, aber wir sind uns einfach in den letzten 20 Jahren immer wieder über den Weg gelaufen und das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, die dieses Album bei mir gemacht haben, ist eine ganz tolle Wendung, zumindest in meinem Leben, und ich glaube, so ganz von der Hand zu weisen, dass es irgendwie cool ist, dass wir jetzt im Studio zusammenarbeiten, können sie es auch nicht. Unbedingt. Du sagst das so, den Hals gebrochen. Du hast es im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Was ist passiert? Ja, du hattest mir ja gerade gesagt, du hattest jetzt neulich hier so eine Unterhaltung, die dann auf ein Trampolin zu sprechen gekommen ist. Also ja. Ich bin tatsächlich Trampolin gesprungen und habe einen Rückwärtssalto gemacht, was super funktioniert hat und mich angespornt hat, ein zweites zu machen, und bin aber auf den Kopf gelandet und habe mir 3 Halswirbel gebrochen. Oh. Und 2 Bandscheiben zerrissen und das sogenannte Längsband, was im Grunde die Wirbelsäule hinten zusammenhält, auch noch durchgerissen insofern. Und das wäre ja wahrscheinlich vor 20 Jahren total irreparabel gewesen. Wie geht's dir jetzt? Ach, danke. Mir geht's ganz gut. Das, also. Und warst du schon mal wieder auf dem Trampolin? Nee, das ist tatsächlich für den Rest meines Lebens gesperrt jetzt. Meine Halswirbelsäule ist mit so 6 Schrauben und einer Metallplatte zusammengeschraubt und ich habe 2 metallene Bandscheiben dazwischen. Alle Sportarten, die mit Erschütterung einhergehen, darf ich leider nie wieder machen. Also nur noch Schach? Kein Headbang auf jeden Fall, was ein bisschen schade ist. Kein Trampolinspringen und... Skifahren ist auch nicht mehr drin, aber gibt vieles, was noch geht. Also
so ein Unfall, so schlimmer auch ist, rückt auch noch mal so ein paar Dinge in der Perspektive zurecht. Ist nicht nur schlecht. Lieber Johann, wir sind leider am Ende der Zeit. Unheimlich nah ist das Buch und heißt das Buch. Und ich habe den Eindruck, wir müssten demnächst mal wieder telefonieren und weitersprechen und mal nachfragen, wie die Lage ist. Da sind noch viele Geschichten versteckt. Ich möchte wirklich jedem diese beiden Bücher eigentlich ans Herz legen. Ganz großartig. Und dir alles Gute bei deinem Sport, wo jetzt eigentlich keine Bewegung mehr möglich ist. Bis dahin. Ich mache Yoga. Ja, ahoi. Ich danke dir fürs Gespräch. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.